Ja, wir gehen heute nach Kankale. Kankale ist eine Hafenstadt und die ist sehr berühmt für ihre Austern. Und heute gibt es mal Austern. Na dann. Attacke. Von unserem Stellplatz aus konnte man nach Kankale sehr gut zu Fuß gehen. Hierfür müsste man einfach nur durch einen kleinen Wald gehen und das war echt ein total bequemer und kurzer Spaziergang. Fresst sie. An dir ist mehr dran. Boah, da sind noch mehr, da gehe ich nicht her. Ich glaube, wir haben Flut. Schatzi, wo geht's heute hin? Ja, also wir sind schon an der Smaragdküste und wir besuchen heute Kankale. Kankale ist hier eine Hafenstadt, eine sehr schöne Hafenstadt soll es sein. Und da gibt es wohl die besten Austern in der Bretagne. Ja, dann los. Kankale liegt in der Bucht von St. Michel und das direkt an der Smaragdküste. Das erkennt man auch an dem echt smaragdgrünen Atlantik. Überall sind natürlich Austern zu bekommen, in allen verschiedenen Größen und Farben. Und sehr überrascht waren wir eigentlich von den Preisen, denn eine Auster kostet ungefähr 80 Cent. Ja, natürlich findet ihr auch in Kankale wieder sehr viele Restaurants, die Meeresfrüchte in allen Variationen anbieten, mit verschiedenen Geschmacksrichtungen und verschiedenen Soßen. Wir haben aber darauf erstmal verzichtet, wir wollten das später machen, denn wir haben jetzt erstmal die Austerstände gesucht, die man wohl direkt da oben am Leuchtturm finden kann. Ja, und da sind sie auch schon, die blau-weißen Hütten mit ihren Austerständen. Hier soll es die besten Austern in der Bretagne geben. Kankale ist dafür bekannt und ausgezeichnet für die Austernzucht. Ja, und hier beginnt unser Abenteuer. Wir haben noch niemals Austern gegessen. Und hier sollte es für jeden eine Auster geben zum Probieren. Mal sehen, ob es bei einer Auster bleibt. Ja, und hier setzen sie sich alle hin. Essen ihre Austern oder schlürfen ihre Austern und dann gehen die ab über die Treppen auf den Strand. Platsch. Ja, wir hatten überhaupt keine Ahnung, zu welchem Austernstand wir denn gehen sollten. Deswegen haben wir uns im Vorfeld erkundigt und man hat uns geraten, geht doch hier zu dieser Dame hin. Da ist es wohl sehr lecker, sie berät einen sehr gut und das haben wir dann getan. Sie hat uns auch sehr gut beraten und sie hat uns so gut beraten, dass Frank direkt einen ganzen Teller bestellt hat. Ich glaube, da sind jetzt 12 Austern drauf, 2 verschiedene Sorten. Ich habe keine Ahnung, wie wir das essen sollen. Aber die gute Frau hat uns echt total gut beraten. Und sie erklärt uns gleich nochmal genau, wie wir denn die Austern genau essen müssen. Okay. Finish. Not. No lemon. No lemon. Okay. Shell on the beach. Okay. Great fork for me. Lemon in the box. Okay. Merci. Alors, 10,50. Thank you. 11? 11? Okay. Merci. Bon appétit. Okay. Merci. Merci. Schatzi, jetzt geht's dir an den Kragen. Jetzt müssen wir dieses schleimige Zeug essen. Und du hast gleich eine Platte genommen. Es läuft. Nein. Los. Okay, also wir sollen gleich erstmal die großen essen mit der Limone. Und dann sollen wir die kleinen flachen essen ohne Limone. Ja, das ist jetzt der berühmte Austernstrand. Hier werden die Austern alle geschlürft, verspeist, verputzt, wie auch immer. Und die leeren Austern gehen dann ab auf den Strand. Und das ganze Weiße, was ihr da seht, das sind wirklich alles leere Austernschalen. Mhm. Die Möwen freuen sich, wenn ihr noch was drin lasst. Was geht? Die großen? Ja, die großen sollen wir mit Limone essen. Dafür haben wir auch eine Gabel, die brauchen wir gar nicht schlürfen. Und die kleinen sollen wir ohne Limone essen. Dann los. Öffnen. Wie öffnet man die denn? Einfach aufmachen. Geht nie auf. Ernsthaft. Oh.
Haben wir so Trinken mit? Nein, gibt's ja einer. Und? Und? Hau rein. Dreh dir keinen Block, was da. Hau rein. So, komm, zack. Die schmecken, anscheinend schmecken die, oder? Vorstellen. Wie sagst du dazu? Nicht zu mir rüberflitschen. Ja, das ist doch keine Absicht. Hast du die gekaut? Ja. Und wie war die dann? Also ich finde, das schmeckt mir anders. Unser kleines Abenteuer. Ostern, wie ist dein Fazit? Ausprobiert. Schmeckt neutral, finde ich. Salzig irgendwie. Ja, ja. Das wird nicht mein Lieblingsessen. Nee, also es war jetzt mal eine Erfahrung wert. Also ich fand sie auch nicht so schleimig, wie andere gesagt haben. Schleimig fand ich es jetzt nicht. Ja, vielleicht, weil es halt so kleine waren. Ne? Vielleicht die größeren sind noch schleimiger oder fühlen sich schleimiger an. Ja, es gibt aber auch Unterschiede in Muscheln. So habe ich nachgelesen. Ich glaube, die sind noch ganz gut verraten worden. Ja. Aber wir sind durch damit. Das Thema ja, probiert durch. Und... Also, nö. Nö. Wir müssen Muscheln essen? Jetzt gehen wir Muscheln essen. Das ist leckerer. Okay. Ciao. Ja, noch durch. Merci. Merci. Au revoir. Ja, und zum Schluss haben wir dann doch noch mal Muscheln gegessen. Auch in Kankale, direkt am Meer. Super lecker.